Boah, Alter, was ist denn da los, Digga? Holy fuck, what the fuck? Basis heftiger Absturz. Was ist denn da jetzt Neues, Berichtenswertes entstanden? Erinnert ihr euch noch an Batzi? Das Schlimmste, was in meinem Leben bis jetzt mit 28 Jahren mir widerfahren ist, ist dieses Spiel. All meine Zuschauer, all mein Twitch, all das Geld, was ich damit verdiene oder verdient habe, dafür tauschen, dass ich keine diese Attacken mehr habe. Sag ich euch ehrlich, Digga. Bei Gott, wenn ihr mir das nicht glaubt, ich bin der größte. Ja. Nun, also, Chat, das ist jetzt, sieht vielleicht schlimmer aus, als es ist. Eieiei. Ja? Das Intro, Digga. Ah, das ist schon schwierig. Ah, Gott. Aber es interessiert mich natürlich auch, was die. Ich würde niemals Glücksspielgeld annehmen. A few moments later. Hey, ich hab neues Glücksspielplacement, Digga. Lass uns drauf Kickstream. Was die Fraktion so treibt. Mal schauen. Also, get me updated, Alpha Kevin. Genau, das ist Batzi und vor knapp 2 Monaten habe ich ein Video über ihn hochgeladen, welches sämtliche Widersprüchlichkeit darstellte. Doch nun die Frage, was passierte nach der harschen Kritik gegenüber Batzi? Genau, was passierte danach? Es ist A, Batzi wurde Andrew Tate-Anhänger. B. What the f***? B, Batzi schob sich 5 Bonbons in den Mund. Lecker. C, Batzi. Batzi konvertierte zum Christentum oder ist es D, Batzi weinte bei Skurros? Richtig, es ist D. Denn Batzi wurde direkt nach der ganzen Kritik noch auf Twitch gebannt und demnach heulte er sich erstmal bei seinem guten Freund und auch Supporter Skurros aus. Ja, alles genommen. 3-4 Jahre, die haben einfach alles genommen, Bruder. Ich kann mich nicht mal irgendwo äußern, weil ich immer mehr gebannt werde. Ich kann ja. Nichts. Ich fühle mich wie irgendwo in einem Loch eingesperrt, Bruder. Alles genommen, Bruder, mit einem Klopf bekommen die 4 Jahre. Was ja. Alles genommen, außer mein ganzes Geld, was ich jetzt von Casinos bekomme. Ja! Cancel Culture funktioniert. Ja! Entschuldigung. Wort haben die mir weggenommen, Bruder. Ich bin hier irgendwo nirgendwo, ich bin 30, ich war noch nie alleine so weit weg, Bruder. Meine Freundin ist woanders, meine Kinder sind woanders, meine Eltern sind woanders. Auf einmal bin ich hier, mir wird alles weggenommen. Irgendwo, nirgendwo. Ich kann niemanden mehr erreichen, Bruder. Einfach anders. Es ist alles neu für mich, Mann. Ich bin auch nur Mensch. Jedes Mal wiederhole ich mein Stream, dass ich ein Stück bin. Ja, also das möchte ich übrigens mal aufgreifen, weil ich glaube, das wird zu wenig gesagt. Ich sage es deswegen einfach mal, um da eine Vollständigkeit halber. Wenn er sagt, jedes Mal in seinem Stream wird er deswegen angegangen, dann hat er vollkommen recht. Was diese 3 Männer, also von Orange, also Skurros, als auch Batzi, in ihren Streams erleiden, ist nicht in Worte zu fassen, glaube ich. Der macht den Stream an und wird durchbeleidigt. Täglich. Und jetzt kann man sagen, ja, die Armen. Aber der Grund, warum ich das immer wieder thematisiere, ist, weil ich nicht außer Acht lassen will, was das mit deinem Kopf macht. Was das mit deinem Verstand macht, was das mit der Art und Weise macht, wie du mit Kritik oder allgemein mit der Welt interagierst. Weil der Mensch ist nicht darauf ausgelegt, von so vielen Leuten so viel Feedback zu bekommen. Positiv oder negativ, spielt keine Rolle. Das ist nicht zu verarbeiten. Und deswegen fahren die so abgefahrene, weirde Takes. Die sind voll und ganz auf sich angewiesen, weil niemand 99% der Außenseiter oder der NPCs oder der Schafe oder der Leute, die ihnen nicht zustimmen, niemand sich mit denen mehr relaten kann. Das merkt man auch in der Rhetorik. Die verweisen immer auf sich selber. Die haben so einen Kreis von 5 Leuten und die verlinken sich selber. Das ist so ein Kreis, den fassen die sich auf die Schulter und müssen sich gegenseitig Backup geben. Ansonsten funktioniert das überhaupt nicht mehr. Bei jeglicher Erklärung, das sind immer die eigenen Leute. Das ist super krass. Und das f***t deinen Kopf. Und ich glaube, die sind vollkommen fertig. Ich weiß nicht, ob man... Ich will damit nicht relativieren, dass die deswegen Opfer sind. Ich glaube, sie sind Opfer. Und das ist, aber das sollte nicht dazu dienen, um irgendwas zu relativieren oder irgendwas zu entkräften. Das zeigt einfach nur, dass, warum das so extrem wird. Ne? Also warum diese Abschottung passt. Die sind vollkommen fertig, Digga. Aber ich verstehe auch, wieso. Weil die gottlos beleidigt werden. Den ganzen Tag. Den ganzen Tag.
Bevor ich aber gleich die kleinste Violine der Welt anstimme, kurze Info dazu. Batzi wurde laut eigenen Aussagen permanent von Twitch gebannt, weil er angeblich in seinen Chat Affiliate-Links für irgendwelche Casinos gepostet haben soll. Ich wurde auf Twitch perma gebannt. Der Grund ist, dass ich irgendwelche Affiliate-Links oder sonstiges bewerben würde oder irgendwelche Casinos bewerben würde. Was nicht stimmt, das habe ich niemals getan. Und ich habe jetzt Einspruch eingereicht. Und selbst der Einspruch reichte nicht, weil Batzi bis heute sogar auf der Plattform gebannt ist. Und auch sein Kumpel Skurros findet das Ganze extrem schrecklich, weil er weiß ja selber, wie das ist, gebannt zu sein. Es ist übrigens nicht okay, das will ich mal dazu sagen, ne? Es ist nicht okay, Permabans auszusprechen. Niemand sollte Permabans haben. Niemand. In 2023 Permabans auszusprechen ist das Dümmste und das Unnachvollziehbarste, was ich mir vorstellen kann. Wir haben es gesehen, es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Streamer zu permabannen macht einfach keinen Sinn. Es macht für die Plattform keinen Sinn. Es macht aus so vielen Gründen keinen Sinn. Es ist nur noch Geißelei. Es ist nicht transparent genug. Permabans machen keinen Sinn. Dann lieber temporäre Bans hochziehen. Ein Monat, zwei Monate, drei Monate. Fucking gib dir ein halbes Jahr Pause, ist okay. Aber Permabans auszusprechen macht einfach keinen Sinn. Und das geht wirklich gar nicht. Aber hey, wenn mich Mr. Free Andrew Tate einfach auf Twitch wegstrikt, dann ist das okay. Aber wenn das bei Batzi geschieht, also das geht wirklich gar nicht. Ja, und jetzt könnte man halt wieder sagen, diese Logikprobleme, also nicht Logikprobleme, sondern dieses Aufeinandervertrauen, die können nicht anders, die haben nur sich selbst. Wenn die miteinander reden, dann reden die natürlich aus einer subjektiven Perspektive des Nachvollziehens. Ich glaube, keiner von denen oder jeder von denen kann den anderen so gut nachvollziehen, weil die alle dasselbe erleiden. Und ich sage erleiden, weil ich nicht glaube, dass es okay ist, die ganzen Tag zu beleidigen, aber es trotzdem passiert. Ich möchte das trotzdem nur nochmal sagen, weil es auch nicht okay ist, es ist wirklich nicht okay, dass das passiert. Ich bin vollkommen d'accord damit zu sagen, dass das Trottel sind aufgrund der Tatsache, dass sie Gambling promoten. Und ich bin auch der Meinung, dass man da einen Riegel vorschieben muss. Ich bin aber nicht der Meinung, dass das ein Freifahrtschein ist, die persönlich anzugreifen. Das sollte das nicht sein. Ich weiß nicht, ob ich da alleine stehe. Viele Leute sehen ja anscheinend hier jegliche Begründung dafür. Ich bin ja nicht der Meinung. Ich glaube wirklich nicht, dass das ein Freifahrtschein geben sollte. Ich glaube auch nicht, dass das einen selber zu einem guten Menschen macht, wenn man das tut. Ich glaube, dass das einfach einen nur näher an die gleichen Personen, die man verachtet, heranstellt. Wenn ihr versteht, was ich meine, ne? Kann man halt machen, ist dann aber halt einfach ein bisschen dumm. Aber es ging ja noch weiter in der ganzen Story, denn Batzi kassierte nicht nur einen Permaban auf Twitch, nein, es kommt noch ein Stück heftiger. Er verlor auch einfach in dieser Zeit seinen Instagram-Account und demnach hatte er auch keine Chance mehr, aktiv seine Zuschauer zu erreichen. Das sind tatsächlich die zwei Dinge gewesen, die direkt nach der Kritik... Das sagst du aber ein bisschen spät. Nee, das sag ich eigentlich schon immer in diesem Zusammenhang. Das ist gerade die Opfersituation. Ne? Also man muss das schon immer wieder hervorheben. Ich bin, glaube ich, einer der Einzigen, der das immer wieder hervorhebt, wenn ich diese Thematik sehe. Immer wieder dazu sagen, was die erleiden. Denn am Ende des Tages muss man das transparent machen, damit die das nicht als Waffe einsetzen, sich aus konstruktiver Kritik herauszufischen. Denn das ist ja auch etwas, das wird schon auch genutzt. Ne? Die Casino-Streamer sind die großen Opfer und so. Also warum wird denn hier so ein eloquenter Demagoge, der einzigsten sagt, ausgeschlossen? Was soll das? Kritik gegenüber Batzi. Ich sehe in Permabans das Problem, dass du das Ganze nur noch mehr veröffentlichst, als wenn man sagen würde, dass die Plattform da bis eine Woche bannen oder so. Okay, im Monat, aber Perma ist zu heftig, so meine Meinung. Ja, ich habe es jetzt nicht ganz gecheckt, vielleicht habe ich es auch falsch vorgelesen, aber vorhin hat jemand geschrieben, es gäbe Gründe, jemanden permanent auszuschließen, aber diese Gründe sind einzig und allein Volksverhetzung, komplett rechtsextremer Gedanken und vor allen Dingen auch Gewalt. Ne? Ich glaube, es gibt schon Gründe, da würde man sagen, okay, da würde wahrscheinlich auch jeder d'accord gehen und sagen, okay, alles klar. Sexuelle Gewalt, gerade in Verbindung mit Minderjährigen und so, das ist schon wichtig, dass man da auch Grenzen zieht. Aber wir reden ja jetzt hier auch nicht von diesen Extremfällen, sondern wir reden immer wieder von Terms of Service-Verstößen, wo man durchaus feststellen kann, Alter, warum denn dafür ein Indefinite? So, was soll das denn? Also, das verstehe ich nicht. Sie folgten und man dachte sich halt auch so als Außenstehender, ey, also die Situation um Batzi ist wirklich mies für ihn. Der arme Mann. Doch wären da nicht zwei absolute Superhelden gewesen, die sich bedingungslos für ihn eingesetzt hätten, würde man Batzi vermutlich nicht mehr mit der Sonnenbrille vor dem Bildschirm sehen, denn die könnte er sich dann vermutlich auch gar nicht mehr leisten. Denn voller Herz pushten Skurros und Orange den weinerlichen, armen, jungen Batzi und prompt erreichte er dadurch den Partnerstatus, hat 9000 Follower und nannte seine ersten Streams
Kicks Nummer 1. Imagine, du pushst deinen Kollegen, weil der so extrem rumheult. Ich fühle mich wie irgendwo in einem Loch eingesperrt. Und dann nennt er sich einfach... Weißt du, das Problem ist, also unabhängig davon, dass man den klauen kann, ne, ich persönlich glaube auch, Batzi ist ein Clown. Ja. Gefühle sind was super Subjektives, verstehst du? So, weiß ich nicht. Weiß ich jetzt nicht, ob das der richtige Ansatzpunkt ist. Ich glaube, man kann viel besser sagen, was das Problem im Umgang damit ist, ohne diese schwachen Momente, also diese besonders schwachen Momente in den Vordergrund zu stellen. Denn unter Umständen hat er sich ja vielleicht wirklich so gefühlt. Ist okay. I don't know. Ich werde das jetzt sowohl in die eine als auch in die andere Richtung nicht auf mich wirken lassen. Mach die Nummer 1 auf einer anderen Plattform, wo du ihn gepusht hast. Da würde ich mir als Freund teilweise ziemlich dumm vorkommen. Denn ohne die beiden hätte Batzi vermutlich gerade mal 2 Zuschauer und eins davon ist seine Freundin. Aber sei es drum. Batzi hat in seinen letzten Streams auch immer mal wieder einen fetten Real Talk geführt. Und da wurde klar, wie reflektiert dieser Mensch doch die letzten 2 Monate geworden ist. Denn anstatt klar einzusehen, wie falsch die Casino-Entscheidung war, er hat dadurch seinen Twitch-Account verloren, sein Instagram-Account ist weg und so weiter, betonte er, dass er diesen Casino-Deal nicht bereue. Ja gut, das ist, da geht's jetzt und da wird's jetzt interessant. Bereust du den Schritt? Ich muss gestehen, nein. Wie ich es gemacht habe, bereue ich alle meine Ängste und Probleme, die ich hatte, waren weg, sind weg. Man muss ihm natürlich aber auch lassen, dass ich... Alle meine Ängste und Probleme sind weg, weil ich mich meiner Sucht ergeben habe. Holy fuck. Oh mein Gott. Ja, das ist also da. Da ist. Clap. Einfach nur Clap, Alter. Der wirklich fast am Hungertuch nagte. Hä? Er meinte nämlich, dass er nur knapp 5-stellig netto nur durch Subs verdiente und er natürlich auch ganz klassisch 5.000 bis 6.000 Euro Fixkosten zu zahlen hat. Ich schwöre es euch, nach dem Sub-Marathon, ich habe 20.000 US-Dollar verdient. Von den 20.000 US-Dollar sind es 18.000 Euro. Von den 18.000 Euro sind es 9.000 Euro netto, was ich bekomme. Von den 9.000 Euro habe ich 5.000 bis 6.000 Euro Fixkosten, die ich hatte. Mit meinem letzten Geld habe ich... Oh Gott, der ist ja so arm mit 9.000 Euro netto und 6.000 Euro Fixkosten. Wie kann dieser arme Mann das schaffen? Hä? Was? Habe ich Mandys PC gekauft gehabt. Imagine, du verdienst... Das ist ja unglaublich. Alter... Eieiei. Chat, ich frage einfach mal in die Runde, Chat. Wie geht's denn euch mit so einer Aussage? Chat, wie geht's denn euch mit so einer Aussage? Ne? Hier hat so ein armer Streamer nur 9.000 Euro netto. 9.000 Euro netto nach Abzug der Steuern. Und dann hat er nur... Dann kann der... Hat der... Oh, Chat, 9.000 Euro netto. Kandidat fürs Bürgergeld, oder Chat? Wann kommt endlich das bedingungslose Grundeinkommen? Ey, diese Leute, ich fass das nicht. 9.000 Euro netto. Also aus meiner Perspektive nenne ich solche Leute auch konsequent Geringverdiener. Ne, sag ich so, wie es ist. Wo kann ich dem spenden? Können wir da irgendwie eine Charity-Kampagne mal starten oder so? Alter Schwede, Digga. Ey, es tut mir so leid. Ich möchte mich im Sinne der Streamer-Gewerkschaften für alle Streamer, die nicht in der Gewerkschaft sind, trotzdem entschuldigen. Weil das ist ja wohl das absolute, also da fällt mir auch nichts mehr ein. Das kann man auch nicht in Worte fassen und auch verargumentieren. Ich hatte nur 9.000 Euro netto. Ich habe 18.000 Euro verdient, hatte nur 9.000 Euro netto. Und dann hatte ich 6.000 Euro Fixkosten. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Meine Güte. Huiuiui. Allein nur mit Subs 9.000 Euro netto, das sind ja noch nicht mal die Spenden mit einberechnet. Da kommt ja auch nochmal eine wahrscheinlich ziemlich gute 4-stellige Summe rum. Und dann sagst du, dass du kein Geld mehr am Ende des Monats hast, weil du hast 5.000 bis 6.000 Euro Fixkosten und musstest noch einfach so 3.000... Ich hoffe, Leroy nimmt sich dem Ganzen an. Hat das jemand schon in den Leroy-Kanal geschrieben? Bitte kümmere dich um Batzi.
Hat da jemand schon eine Spendenkampagne aufgefordert? Leroy ist doch da jetzt dran. Der sucht doch nach Content. 1000 Euro für einen weiteren PC ausgeben. Ja, also wirklich, da kann jemand besonders gut mit Geld umgehen. Ich denke, Peter Zwegert wäre extrem stolz auf sich, Bazzi. Ich meine, wenn ich in finanzieller Not bin, dann kaufe ich mir auch erstmal kurzerhand einen PC für 3000 Euro. Ich meine, wer macht das nicht? Was ich aber in seinen Real Talks immer so extrem spannend finde, das sind die Aussagen über Werte, auch über irgendwelche Moralvorstellungen und so weiter. Zum Beispiel sagt er am Anfang eines Talks, dass man ja nur auf sich schauen soll. Man sollte nur darauf schauen, dass man selbst erfolgreich wird. Und man solle vor allem niemanden vertrauen. Wenn du dich nicht um dich selber kümmerst, wird sich keiner um dich kümmern. Und niemand oder sonstiges. Gut, dass gerade Bazzi anspricht, dass man niemandem vertrauen soll. Vertraue niemandem. Vertraue niemandem. Oh, Bruder. Ich meine, er ist ja auch der Real Bazzi und würde sich unter keinen Umständen widersprechen oder selbst anlügen. Also, es ist ja nicht so, dass er schon 100 Male zuvor auf Gott geschworen hat, dass er keinen Casino-Deal annimmt und hat er einfach den Casino-Deal angenommen. Also, er ist sehr glaubwürdig und vertrauenswürdig. Also, wenn jemand in der ganzen Stream-Szene vertrauenswürdig ist, dann ist Bazzi definitiv hierbei die Nummer uno wie auf Kick. Er sprach dann... Boah, Alter. Eieiei. Kevin, Digga. Außerdem noch darüber, wie falsch viele Streamer in dieser Szene sind. Das Gute, was diese Sache mir wieder mitgegeben hat, ist, dass ich Menschen jetzt noch besser einschätzen konnte. Oder angebliche Freunde, die dachten, das seien Freunde. So konnte ich sehen, so konnte ich wahre Gesichter sehen und wissen, dass ich mich wirklich auf niemanden verlassen kann. Mein größter Fehler war im Internet, und das wisst ihr auch alle, dass ich viel zu schnell Leute als Brüder gesehen habe. Einer... Alter, was? Der größte Fehler in der Internetszene war das. Dass ich jeden als Bruder gesehen habe, also ganz schnell. Denn 99% der Leute haben ihr wahres Gesicht gezeigt. Ja, immerhin haben 99% ihr wahres Gesicht gezeigt, im Gegensatz zu dir, Bazzi. Okay, der klang härter als eigentlich war. Mir ist das eigentlich auch scheißegal. Aber dass halt genau ein Bazzi darüber spricht, wie falsch die Leute doch waren, während er immer nur leere Versprechungen gegenüber seiner Community gab, gibt mir leicht narzisstische Vibes. Ich bin ein bisschen irritiert. Ist denn jetzt Orange Morange sein Bruder? Weil wenn das sein Bruder ist, dann sollte der mit dem auf jeden Fall langfristig und für sehr, 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 sehr beständig gut gestellt sein. Denn wenn er nicht mit dem gut gestellt ist und da mal ein bisschen Streit existiert, taucht auf einmal deine Adresse im Internet auf. Ja? Ich weiß nicht, ob ich so einen Bruder haben will. Aber wer bin ich schon? Ich weiß nicht, woher das kommt. Denn immer sind es die anderen. Dass man vielleicht mal auf sich selbst schaut und guckt, ja, warum distanzieren sich denn alle von mir? Das kommt halt eher seltener vor. Also ich will hierbei wirklich nicht abstreiten, dass viele Menschen in dieser YouTube-Influencer-Szene auch falsch sein können. Aber man sollte vielleicht auch manchmal den Blick auf sich selbst werfen. Und das fehlt mir so ein bisschen bei Bazzi. Vor allem, wenn ich mir anhöre, wie er über sich selbst spricht. Da hat er ausnahmsweise mal recht. Und Bazzi ist jetzt auch nicht unbedingt gerade der kredibilste in der ganzen Szene, wenn man sich halt mal so seinen Werdegang anschaut. Auch nice in der Zeit immer mal wieder seine selbstüberzeugenden Höhenflüge. Oh mein Gott, warte mal, wie hieß denn das Spiel? Warte mal, wie hieß denn das Spiel gerade? Wait a minute. Das ist doch, warte mal. Hugo, das ist doch das Hugo-Spiel mit dem, wo der fliegt und du musst den Ballons ausweichen. Das hast du hier am Telefon gespielt, ne? Hast du es nicht am Telefon gespielt? Oh mein Gott, Digga. Drücke 1 für links, drücke 2 für rechts. Halt immer mal wieder seine selbstüberzeugenden Höhenflüge, die er gerade hat. So, Wolken ausweichen! Alter, das müssen wir auch mal zocken, Digga. Möchte er beispielsweise unbedingt wieder auf Twitch und wenn es am Ende des Tages mit einer Klage ist. Und er sagte dabei auch, dass er es sogar in Erwägung ziehen könnte, mit Casino aufzuhören, wenn er wieder auf Twitch seinen Kanal zurückbekommt. Ja, genau. Wann endet Casino? Wenn ich jetzt aufhöre und ich bin auf Twitch noch gebannt, das wäre das Dümmste, was ich machen könnte. Sobald mein Twitch-Account entbannt wird, können wir nochmal darüber reden. Dann kann ich diesen Schritt viel einfacher gehen. Ja, klar. Natürlich. Lass uns nochmal drüber reden, wenn ich auf Twitch entbannt bin, dann könnten wir darüber reden. Zena, dass er das nicht machen würde, wenn er natürlich nicht wieder zurück auf Twitch ist? Natürlich nicht. Aber hey, ich meine, er muss ja diesmal recht behalten, denn schließlich sagte er ja auch, dass er nicht geldgeil sei. Ich bin nicht geldgeil oder sonstiges. Ich lebe auch mit Null. Mit 9000 Euro netto. Imagine, ein Casino-Streamer, der den Deal des Geldes wegen angenommen hat, sagt, er ist nicht geldgeil. Das kann man sich nicht... Also das Maß an Rechtfertigung, ja,
Also ich hätte es nicht für möglich gehalten, ne, dass man das so ausspucken kann, aber das wird wirklich da. Das ist wirklich, das ist ja schon wirklich frech. Also auch wenn ich nicht glaube, dass das ne, dass da eine Menge Zuschauer sind, die diesem Stream zugucken, ne? Also echte Zuschauer neben den Bots, frage ich mich doch, wie das überhaupt noch Leute sein können. Also wie das überhaupt noch jemand gucken kann und sagen kann, das ist, damit identifiziere ich mich, weil Streams ja von der Persönlichkeit des Streamers leben und jeder, der Streams guckt, nicht nur die Inhalte des Streams zelebriert, sondern eben irgendwo auch die Persönlichkeit für sich sympathisch oder unsympathisch einordnet. Ich bin verblüfft. Und das ist für mich auch eine positive Verblüffung, wenn ihr versteht, was ich meine. Weil ganz am Ende sagt mir das einfach nur, Alter, ich kann niemals so sehr verkacken, dass ich Gefahr laufe, dass dann irgendwann mir niemand mehr zuguckt. Weil wenn das hier funktioniert, Bruder, dann bin ich doch safe. Also. Ausdenken. Aber komm jetzt. Also dann bin ich doch safe, Digga. Jetzt einfach mal noch auf seine Höhenflüge zu sprechen. Er meinte, by the way, dass er ganz easy genauso erfolgreich wie früher auf Twitch sein würde, wenn er wieder zurückkäme. Das ist für ihn halt einfach gar kein Problem. Ich bin mir sicher, wenn ich dieses Casino-Deal oder so nicht mehr hätte, würde meine alte Community mich genauso mit den Subs wieder supporten wie davor auch. Ich bin mir zu 100% sicher. Weil jeder, der mich kennt, weiß, was für ein Mensch ich bin. Ein Heuchler? Achso, gut, ich kenne... Okay. Also, vielleicht hat er auch recht. Vielleicht hat er auch recht. Aber da geht es weniger darum, dass die Leute wissen, was für ein Mensch du bist, sondern dann geht es mehr darum, was für ein parasoziales Problem Twitch eigentlich hat. Nämlich, die Leute glauben teilweise, weil sie dich stundenlang konsumieren, aus unerfindlichen Gründen, dass du ihr Freund bist. Und ich denke, du hast recht, wenn du sagst, die würden dich vielleicht tatsächlich zum großen Teil supporten. Die würden dich aber nicht supporten, weil sie wissen, was du für ein toller Typ bist, sondern weil sie jemanden im Internet sehen, der über lange Zeit konsumiert wurde und der zu sowas wie einem Freund wurde für sie. Weil sie zu Hause alleine sitzen oder weil sie sich mit dem identifizieren könnten, aus Gründen, die ich vielleicht verstehe oder nicht verstehe. Und das macht die ganze Sache so umso trauriger, ehrlich gesagt. Kenne ich natürlich auch nicht genug, sorry. Und wenn ich eine Gelegenheit nehme, nutze, dann nutze ich sie. Aber jetzt muss keiner, ihr seht ja, was ich verdiene, ihr seht ja, wie gut es läuft. Versteht ihr, was ich meine? Du wirst nie wieder über Twitch viel Geld verdienen. Doch, ich werde genauso viel verdienen. Genauso viel, wie ich davor auch verdient habe, werde ich auch. Auf Tisch verdienen, bin ich mir sicher. Okay, da bin ich wirklich gespannt, ob später noch deine Community einen Casino-Streamer noch Geld in den Rachen wirft oder irgendwelche Subs verschenkt, als hätten die nichts zu tun. Kann ja sein, dass er auch dabei recht hat, nur diese Selbstverständlichkeit, so darüber zu sprechen, dass einem ja ganz klar die Community sehr viele Subs schenken wird, ist halt irgendwie peinlich und auch ein Stück weit ziemlich unangenehm. Aber das ist auch generell ziemlich lustig. Man belügt sich permanent selbst, man spielt der Community etwas vor und... Also für mich tatsächlich nicht überraschend und gleichzeitig doch überraschend. Oder vielleicht bin ich einfach nur enttäuscht. Ich glaube, Enttäuschung ist das richtige Wort. Obwohl ich ja keine Ansprüche hatte. Ich weiß nicht, fühlt sich so komisch an. Das ist so eine... Wie kann man so... Und sagt, ey, ich bin voll gegen Casino und nimmt einen Casino-Deal an. Und dann sagt man, dass man ganz easy, wie zuvor, viele Subs von der Community geschenkt bekommt. Da bekomme ich wirklich sehr... Hier gibt es tatsächlich... Also, was mir da noch einfällt, ist tatsächlich dieses... Das sind Leute, die gute Dinge sagen, einzig und allein, weil sie Zustimmung bekommen. Nicht, weil sie davon überzeugt sind. Dass Batzi damals gesagt hat, ich würde niemals einen Casino-Deal annehmen, hat er nur gesagt, weil die Leute in die Hände klatschen, wenn du sowas sagst. Aber als es dann tatsächlich um die Wurst ging, also Rückgrat beweisen und Nein sagen, da war das nicht eine eigene Überzeugung, sondern da war das nur Catering der Community wegen. Wieder sagen und machen, genau. Zwei unterschiedliche Dinge. Starke Schmerzen. Und ich glaube, ich weiß jetzt, warum diese Casino-Streamer immer ihre Sonnenbrille aufsetzen, damit man diese Heuchelei nicht in den Augen sieht. Also... Ich als Geldgeber von Batzi hätte jetzt eher weniger Lust, ihn noch dafür zu beschenken, dafür, dass er mich die ganze Zeit angelogen hat. Aber das müssen letztendlich eh die Zuschauer von ihm entscheiden. Der eine verzeiht das, der andere verzeiht das nicht. Mir persönlich kann es egal sein, aber ich finde die Selbstverständlichkeit einfach dreist ohne Ende. Ich sage euch ehrlich, Batzis Absturz geht wirklich ins Bodenlose. Spätestens dann, wenn sich vielleicht auch irgendwann ein Orange oder auch ein Skirrus von ihm distanziert. Jemand, der für wirklich gute Werte stand, der wirklich auch ein bisschen aufgeklärt hat über diese Casino-Thematik, hat jede Glaubwürdigkeit in jeder Hinsicht verloren. Er kennt
kennt am eigenen Leib die Risiken, die Gefahren, die halt Glücksspielsucht auslösen kann. Und dennoch bewirbt er es und er gibt halt ein F drauf, was die Community daraus macht. Dann kicken zusätzlich noch die Höhenflüge bei ihm rein. Er chillt wie ein Gangster mit der Sonnenbrille vor der Kamera, weil er so übel heftig ist. Und er spricht sogar ganz offen vor der Kamera an, dass er seine Ex-Frau scheinbar mehrfach betrogen hat. War noch verheiratet. Ich habe noch in der Wohnung gewohnt bei meiner Ex-Frau, als ich mich mit anderen Mädchen getroffen habe. Ja, nenne es von mir aus Fremdgehen, nenne es, wie du es willst. Seit 2, 3, 4 Jahren versuche ich, mich zu trennen, weil ich nichts mehr fühle und ich wollte einfach nur nicht lügen. By the way, hat die Tochter von der Ex-Frau angeblich Folgendes geschrieben, laut einem YouTuber namens TraxTV. Sie schrieb Folgendes in ihren TikTok. Ich brauche einen Stiefvater, der seiner Frau nach 11 Jahren fremdgeht mit einer billigen Streamerin und stellt meine Ex-Frau schlechter. Boah, Alter, was ist denn da los, Digga? Holy fuck, what the fuck? Oh mein Gott, what the hell? Oh nee, da bin ich aber auch ein bisschen raus gerade. Das ist ein bisschen... Also pass mal auf, mir sind wirklich private Dinge komplett egal. Von mir aus, geh fremd, geh nicht fremd, das hat mich nicht zu interessieren. Aber warum in Gottes Namen denkt man, es ist gut, sowas öffentlich zu sagen, dass man jemand fremdgegangen ist? Fuck, und vor allem, Alter, noch dieses Rumgeheule. Also mittlerweile hat man echt das Gefühl, er suhlt sich in diese Opferrolle, damit er noch, ja, die Opferrolle, ja, Mitleid dafür bekommt, dass er anderen Menschen fremdgeht. Bro, du bist da nicht das Opfer. Es sieht halt einfach so aus, als hätte er keinerlei Selbstreflexion und muss unbedingt das Mitleid von irgendwelchen Zuschauern generieren. Aber mich bekommt er damit nicht. Ich finde es eher unangenehm, sowas öffentlich zu sagen. Vielleicht hilft ihm ja dieses Video weiter, sich auch mal so ein bisschen selbst zu hinterfragen, was hat man richtig, was hat man falsch gemacht, muss ich vielleicht nicht die ganze Zeit zu pushen, weil da sind schon einige Fehler passiert. Und glaub mir, egal wie viel Batzi verdient, wie viel Skirrus verdient oder Orange verdient, ich möchte mit den drei Leuten wirklich absolut nicht tauschen. Und wenn ich mir das Trauerspiel bei den Casino-Streamern anschaue, ganz... Das Ding ist ja auch, sowohl Alpha Kevin als auch Streamer in meiner Größenordnung so, das ist ja auch überhaupt keine Problematik. Bruder, wir gehören doch alle zur privilegierten Szene. Du musst auch nicht tauschen. Bruder, wir verdienen doch alle dumm und dämlich Geld mit der Scheiße. Es ergibt doch gar keinen Sinn. Warum sollte man seinen guten Ruf wegen so einer Situation so vollkommen ruinieren? Das ist ja auch etwas, was ich nicht verstehe. Ja, warum man so wirklich, warum man dieses, und ich sag das nicht oft, Gottesgeschenk, dieses absolute Privileg, nie wieder arbeiten zu müssen, mit 9.000 Euro netto, wegwirft, weil man den Hals nicht voll genug bekommen kann. Das ist irre. Alle wollen Millionäre sein, Alter. Alle wollen einen auf Krampf Millionäre sein. Also ich... Alle fucking zu viel Wolf of Wall Street geguckt. Was für ein Größenwahn. Ey, ich raff das nicht. Das raff ich einfach nicht. Ganz ehrlich, lieber habe ich weniger Geld, aber bin menschlich wirklich deutlich anders drauf. Und deshalb bleibt gesund und kognitiv munter. Lasst euch bitte nicht von dem Schlechten beeinflussen. Und folgt mir deshalb auf Insta. Ist sowieso die beste Entscheidung. Hab gehört, das soll 1000-mal besser sein als so Casino-Quatsch. Und damit haut rein. Macht's gut. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich riesig freuen. Und vielen Dank für das Update. Reaktionsvideo wieder vorher beendet. So sieht's also aus. Vielen Dank für das Update. Ich habe aus den Augen verloren, wie es da läuft, weil ich ja die Streams auch nicht konsumiere. Und wenn ihr jemanden nicht leiden könnt, empfehle ich euch, die Streams einfach nicht zu gucken. Ja? Das ist immer die beste Entscheidung, weil das auch gut für den eigenen Gesundheitszustand im Kopf ist. Blackie schreibt also, gegen 1 Million hätte ich nicht einzuwenden. Ja, aber aus eurer Perspektive ist sowas nie zu betrachten. Ich mache dieses Beispiel relativ häufig, aber es ist natürlich auch anders in der Riege der Privilegierten. Für euch, also für jemanden, der 1.500 Euro bis 3.000 netto verdient, vielleicht, wenn es richtig gut läuft. Ich will jetzt hier nicht Leute, vielleicht auch weniger, deutlich weniger, vielleicht auch deutlich mehr, aber der große Durchschnitt verdient halt eben nicht so viel. Und für euch ist es so, weil wegen Verteuerungsrate von Lebensmitteln oder Verteuerungsrate von allen möglichen Ressourcen, Energiepreisen und so weiter und so fort, natürlich ist es für euch ein No-Brainer zu sagen, also für so und so viel Geld würde ich das machen. Aber aus dieser Perspektive ist das ja leider nicht zu betrachten. Denn ihr müsst das aus einer Perspektive betrachten von jemandem, der sagt, er verdient nichts oder er hat zu wenig Geld, weil er nur, Zitat, 9.000 Euro netto hat. So, und jetzt stell dir mal vor, du verdienst 9.000 Euro netto und hast immer noch nicht den Hals voll bekommen und musst deswegen, weil dein Lebensstandard auf 6.000 Euro Fixkosten beruht, einen Casino-Deal annehmen. Das ist die entscheidende Krux. Es geht nicht darum, dass ihr natürlich für euer Geld wahrscheinlich das lösen würdet. Das ist halt die Perspektive, die man haben muss.
Viele von euch würden natürlich sagen, ja klar mache ich das. Weil riesige Geldsummen für euch wahrscheinlich alle möglichen Probleme lösen würden. Aber die Leute haben die riesigen Geldsummen schon und haben sich neue Probleme geschaffen, in denen sie nicht mit ihrem Geld umgehen können oder mit ihrem Leben klarkommen. Und dann kriegen die halt den Hals nicht voll. Weil irgendwen, den sie kennen, ihnen vorlebt, dass es mit dem, dass man das haben muss, dass man das haben muss oder das haben muss. Und das raff ich nicht. Das raff ich wirklich nicht. Sickes Video, Dankeschön.